cool ist es hier? Also dieses Geräusch gehört, wurden wir wirklich eingesperrt. Hilfe! Wir stecken hier fest. Niemand wird uns hören. Siehst du, was da ist? Irgendwelche Tresore. Vielleicht gibt es irgendwo einen Türschlüssel. Wo können wir den Schlüssel für den Tresor finden? Wow, was haben wir hier bekommen? Diese Box ist mit einem Schlüsselmuster. Der Schlüssel für den Safe muss genau hier sein. Phoebe, diese Box ist rosa, genau wie ich. Ich werde versuchen, uns den Schlüssel zu besorgen. Ich hoffe, dass es dort nichts Schlimmes gibt. Es ist dem Sand ähnlich. Ich muss sehen, was ich anfasse. Phoebe, das sind Würmer. Nein, bloß nicht das. Wie abscheulich. Ich will meine Hände nicht mehr hineinstecken. Hast du gesehen, was da drin ist? Würmer, das ist ekelhaft. Okay, für unsere Freiheit muss ich uns den Schlüssel besorgen. Ich hab's gefunden. Machen wir den Safe schnell auf und verschwinden von hier. Was wird drin sein? Mal sehen. Was? Eine Torte? Euer Ernst? Gibt es hier keinen Schlüssel? Na gut, sie schmeckt wenigstens gut. Und ich kann sie ein bisschen essen. Wow, hier ist noch eine Box aufgetaucht. Jetzt ist sie blau. Christi, schau. Na gut, jetzt bin ich dran. Ich hoffe, dass es keine Würmer drin gibt. Ich habe Angst vor ihnen. Ew, etwas Seltsames. Irgendwelche Kugeln? Was ist das denn? Interessant. Ah, da sind Orbisbälle. Puh, jetzt finden wir schnell den Schlüssel. Da ist er schon. Ich konnte den Schlüssel rausnehmen. Öffnen wir den blauen Safe. Da ist sicher ein Schlüssel drin. Und wo bist du? Oh, was war das? Sie haben blaues Pulver auf mich gegossen. Ich bin jetzt total dreckig. Wieso lachst du? Willst du auch blau werden? Und das steht dir. Nein, nein. Ich liebe nur rosa. Schau, wieder eine neue Box. Jetzt ist sie rosa. Ich werde gleich einen coolen Schlüssel bekommen, mit dem ich uns hier rausholen kann. Hier ist etwas Seltsames. Das sind Hühnerfüße. Ups, ich wollte es nicht, Phoebe. Wir müssen den Schlüssel rausziehen. Oder wir bleiben für immer hier. Ich bin mir sicher, dass ich uns retten werde. Und hier ist der Schlüssel. Phoebe, sieh dir den hübschen rosa Schlüssel an. Ich werde den Safe sofort öffnen. Was wird drin auf mich warten? Mal sehen. Oh nein! Puh. Was ist das für eine Abscheulichkeit? Ich bin ganz in irgendwelchem Schaum. Puh. Schrecklich. Christi, eine neue Box? Ich bin dran, uns hier rauszuholen. Meine Hände sind glücklicher als deine. Also werde ich uns sicher hier rausholen. Hier ist etwas Seltsames. Ew, was könnte das sein? Wie furchtbar. Es erinnert an einen blauen Rotz. Na gut, weniger reden und mehr tun. Wo ist der Schlüssel? Und da ist er. Rotz, geh weg von mir. Gut, dieser Schlüssel passt genau zum blauen Safe. Was ist da drin? Interessant. Ein Seil? Ich ziehe dran. Und was fließt da auf mich? Ew, das ist irgendeine blaue Farbe. Was für ein Horror. Ich fühle mich überhaupt nicht blau. Ist es wegen deinem Safe, Phoebe? Oh nein, wie viel Farbe. Phoebe, hör auf damit. Warum hast du den Safe geöffnet und ich bin diejenige, die leidet? Oh nein. Das Blau steht dir sehr gut. Wow, Christi, und jetzt eine rosa Box. Finde schnell den Schlüssel. Puh, es ist gut, dass ich jetzt sauber bin. Ich besorge uns gleich den Schlüssel. Was ist das? Eine Box? Ew, das ist ein Stück Gelee. Ich muss es brechen. Drin liegt sicher der Schlüssel. Ich werde dich gleich kriegen. Und da bist du. Ich konnte den Schlüssel selbst herausziehen. Es ist Zeit, den Safe zu öffnen. Es wird sicher einen Schlüssel für die Tür geben. Wir werden es gleich überprüfen. Was? Wow, ist das eine Waffe? Wahrscheinlich ist es eine Wasserpistole. Wie cool. Phoebe, das bekommst du für die blaue Farbe. Das ist kein Schlüssel, aber es macht auch so Spaß. Christi, hör auf. Ich bin jetzt ganz nass. Das war ekelhaft. Haben wir da eine neue Box? Nein, ich werde es nicht tun. Na gut, ich hole den Schlüssel sofort. Wow, ich bin trocken geworden. Und was ist da drin? Etwas Abscheuliches. Ich muss mich zusammenreißen. Was könnte das sein? Mal sehen.
Was? Augen? Was für ein Horror. Moment mal, sind das Gelee-Augen? Lecker. Dann ist es nicht mehr beängstigend. Wir müssen den Schlüssel schnell finden. Wo ist er? Und da haben wir ihn. Christi, ich hab's geschafft. Ich werde den Safe sofort öffnen. Was erwartet mich hier? Und? Oh nein. Christi, ich bin in einem Knockout. Was für ein Albtraum. Phoebe, geht's dir gut? Komm zurück. Steh auf. Super. Wow, eine neue Box. Ich werde es erledigen. Ich habe keine Angst mehr. Was könnte da drin sein? Etwas Seltsames. Muss ich überprüfen? Wow, das sind rosa Bonbons. Cool, man kann sie essen. Ich hatte gerade so Hunger. Ich werde den Schlüssel sicher finden, wenn es keine Süßigkeiten mehr in der Schüssel gibt. Was für ein Leckerbissen. So lecker. Ich will alles aufessen. Unglaublich. Und wow, hier ist der Schlüssel. Endlich. Phoebe, ich hab's geschafft. Ich werde die Tür sofort öffnen. Aber geh bitte weg von meinem Safe. Danke. Was erwartet mich hier? Wow, ein Eis. Ich esse gleich alles auf. Super. Was? Phoebe, ich werde es nicht mit dir teilen. Dieses Eis ist rosa und nur für mich. Ich musste eine Schüssel Bonbons essen, um diesen Schlüssel zu bekommen. Also ist das Eis nur für mich. Hör auf zu sabbern. Mach die Box auf. Okay, vielleicht wird etwas Leckeres drin sein. Und ich kann es auch essen. Bitte nichts Abscheuliches. Was könnte es sein? Es fühlt sich überhaupt nicht gruselig an. Ich werde schnell den Schlüssel finden. Und da ist er. Es war schnell. Ich bin schon ein Profi bei der Schlüsselsuche. Versuchen wir es, den Safe zu öffnen. Was erwartet mich drin? Wow, eine Coca-Cola. Auch noch eine blaue. Willst du? Und ich werde es nicht mit dir teilen. Das ist alles nur für mich. Christi, frag nicht mal. Du hast dein Eis auch nicht mit mir geteilt. Nein, ich werde dir nichts geben. Da ist noch eine Box. Ich glaube, drin befindet sich der Schlüssel für den letzten Safe. Lass uns versuchen, ihn zu besorgen. Was könnte das sein? Etwas Weiches und mit Ohren? Wir versuchen, ein Stück abzureißen. Wow, ist das der Kopf eines riesigen Gummibärchens? Und wo ist der Schlüssel? Ich weiß, dass du irgendwo hier bist. Ja, ich habe ihn gefunden. Phoebe, ich konnte den letzten Schlüssel für uns finden. In diesem Safe wird sicher der Schlüssel liegen. Wow, da ist er schon. Ich wusste, dass ich uns hier rausholen kann. Lass uns schnell die Tür öffnen. Wow, wie schön. Wir haben es geschafft. Lass uns von hier verschwinden. Öffne das Gitter. Der Schlüssel müsste passen. Ich hoffe es. Hurra, es hat geklappt. Lass uns von hier verschwinden. Juli, Oskar und Tina sind bereit, die Challenge zu beginnen. Sieht so aus, als würde Oskar den Tresor zuerst öffnen wollen. Wow, es sieht so aus, als wäre da etwas Abscheuliches drin. Was ist das? Oh, das ist eine Zwiebel. Was für ein Mist. Muss ich wirklich? Na gut. Ich habe keine Angst vor einer dummen Zwiebel. Und los. Möchtest du auch ein Stück, Tina? Ich kann es nicht mehr essen. Aber ich muss. Ich muss. Komm schon, Oskar. Es bleibt noch ein bisschen. Ich bin schon im Halbfinale. Und noch ein Stück. Puh, das ist so abscheulich. Wie viele dieser ekelhaften Zwiebeln gibt es noch? Ich weine nicht. Das sind nur Tränen. Puh, ich glaube, ich bin fertig. Was? Noch eine? Auf keinen Fall. Eine weitere Zwiebel passt einfach nicht in mich herein. Oh nein, es tut mir leid, ich konnte es nicht in mir halten. Und es kommt eine nächste stinkende Welle. Bloß nicht, wir brauchen keine weitere Welle. Wir müssen die Situation sofort retten. Hier ist es, Oskar. Ha, eine ganz andere Sache. Na gut, ich glaube, ich bin jetzt an der Reihe. Mal sehen, was dieser Tresor für mich vorbereitet hat. Wow, das ist eine Regenbogentorte. Euer Ernst, ich liebe sie einfach. Weg von hier, Leute. Gleich werde ich meine wunderbare Torte genießen.
was? Soll ich sie mit euch teilen? Nein, vielleicht ein anderes Mal. Haha. Was für ein köstlicher Regenbogen. Ich möchte meine Torte langsam genießen. Tina, öffne schnell deinen Tresor. Okay, wir werden es gleich sehen. Was ist das denn? Es sieht interessant aus. Es ist unwahrscheinlich, dass dieser Pollen gegessen werden kann. Interessant. Wofür ist er da? Er ist so faszinierend. Oh, irgendwie will ich jetzt schlafen. Ja, ich glaube, etwas stimmt nicht mit diesem Pollen. Oskar, was steht da auf dem Glas? Schläfriger Pollen? Wow, und was soll ich jetzt tun? Tina befindet sich in einem starken Schlaf, genau wie Dornröschen. Was könnte uns helfen, sie aufzuwecken? Sieht so aus, als hätte Oskar eine Idee. Wow, wie abscheulich ist das denn? Aber es hat funktioniert. Tina geht es wieder gut. Hey, Leute, was habt ihr vor? Wollt ihr eine Art Prank veranstalten? Oh nein, ich glaube, ich weiß, was ihr wollt. Gleich wird unsere schöne Rose magisch. Ja. Und es ist Zeit zu handeln. Okay. Hey, Julie, du siehst heute super aus. Genau wie diese wunderschöne Blume. Sie ist für dich. Oh, wie hübsch. Danke, Oskar. Ja, Leute, sowas machen Freunde nicht. Auf der anderen Seite, wenn so eine schöne, leckere Torte auf dem Spiel steht, träum schön, Julie. Und guten Appetit, Leute. Neue Tresore. Juhu. Es sieht so aus, als ob Tina dieses Mal anfangen möchte. Viel Glück. Wir werden es gleich sehen. Und was für ein Leckerbissen haben wir hier? Hey, das sind Zitronen. Leute, könnt mir das nicht antun. Wie kann ich Zitronen essen? Direkt mit der Schale? Oh, na gut. Offensichtlich kann ich es nicht vermeiden. Der erste Biss. Oh, wie sauer. Ich verziehe mein ganzes Gesicht vom sauren Geschmack. Und ihr lacht mich auch noch aus. Ich würde euch gerne sehen, wenn ihr Zitronen kaut. Oskar, öffne deinen Tresor. Ja, wir öffnen. Und was haben wir hier? Ich glaube, dass ich etwas wirklich Cooles bekommen habe. Haha. Es hat geklappt. Na gut, Mädels. Dieser Cocktail gehört mir. Und ich werde ihn nicht mit euch teilen. Was für ein Leckerbissen. Julie, öffne deinen Tresor. Interessant, was da drin ist. Wow, er sieht aus wie ein Schmuckkästchen mit einem Medaillon. Was für ein interessantes Ding. Und wozu brauche ich ihn? Er passt nicht zu meinem Kleid. Oh, da ist eine Uhr drin. Vielleicht ist es eine Stoppuhr, oder? Seltsam. Hey, Leute, was ist los mit euch? Haha, es sieht so aus, als könnte diese magische Uhr die Zeit stoppen. Es tut mir leid, Oskar, aber ich werde diesen Cocktail gleich austrinken. Und meine Leckereien. Haha, wie lecker. Ja, die Uhr ist ein wahres Wunder. Oh, Tina, ich hatte dich fast vergessen. Irgendwie hat Julie sehr Spaß daran. Zuerst hat sie Oskars Cocktail getrunken und jetzt die arme Tina verarscht. Sie hatte so viel Pech mit ihren Zitronen. Und, war's das schon? Nein. Julie, was hast du diesmal vor? Oh, sieht so aus, als ob Oskar eine kleine Verwandlung erwartet. Seit wann bist du eine Kosmetikerin, Julie? Interessant, was malt sie dort? Haha, jetzt, Oskar. Jetzt siehst du passend aus. Wo ist meine magische Uhr? Und bumm! Willkommen in der Realität, Leute. Ich hoffe, ihr mögt meine Überraschungen. Was für ein Spaß. Hey, Oskar, steht dir sehr gut. Du solltest so zur Schule gehen. Was ist passiert? Was? Ich sehe aus wie ein Clown? Was für ein Horror. Wie kann ich das abwischen? Und seid ihr bereit für die nächste Challenge? Es sieht so aus, als hätte Julie eine Idee. Oskar, öffne ihn. Nein, als erster öffnet Julie. Ich kann es kaum erwarten, meinen Tresor zu öffnen. Wow,
Das sind ja Pringles-Nudeln. Die sind so lecker. Oh, wir müssen einen größeren Bündel nehmen. So. Schaut nicht hin. Kann eine Dame nicht mal in Ruhe essen? Lecker, ich kann nicht aufhören. Ich muss alles bis zum letzten Krümel essen. So, ist das noch etwas übrig? Was für ein Glück. Und wer ist der Nächste? Okay, ich bin jetzt dran. Das ist Tabasco-Soße. Wie soll ich das verstehen? Muss ich sie essen? Sie ist doch sehr scharf. Na gut, kein Problem für mich. Und eine Flasche mit irgendeiner Soße wird mich definitiv nicht erschrecken. Und wir probieren sie mal. Wie heiß! Was ist das für eine Soße? Ich werde verbrennen. Ja, ich werde währenddessen meinen Tresor öffnen. Schauen wir mal herein. Wow, wie schön! Ich liebe Schnee! Dieser Ball ist so faszinierend! So. Oh nein, wie kalt er ist! Oh nein, Tina, du solltest vorsichtig sein! Dieser Ball hat eindeutig magische Eigenschaften! Oh, das habe ich dir gesagt! Tina hat sich in ein Stück Eis verwandelt! Und Julie auch! Oskar, du bist unsere letzte Hoffnung! Du musst die Mädchen retten! Sieht so aus, als würde Oskar seine scharfe Tabasco-Soße gebrauchen! Haha, gleich wird es heiß hier! Passt auf! Wow, Oskar, es hat wirklich funktioniert! Aber es sieht so aus, als hätte Oskar es mit der Soße ein wenig übertrieben! Julie, jetzt bist du dran, deinen Freund zu retten! Oh, das ist ja die gleiche Rose! Aber wozu? Eine tolle Idee, Julie! Ja, mit so einer guten Teamarbeit werden unsere Teilnehmer definitiv eine gute Arbeit leisten. Ihr wart cool und wir sehen uns bald wieder. Bekommen haben. Unsere gigareiche Julie hat eine billige Tiefkühlpizza. Die reife Phoebe hat eine teure Pizza. Und die arme Tina hat eine unglaublich teure Pizza. Oh ja, es riecht nach Reichtum und Luxus. Aber sieht für Tina definitiv ungewöhnlich aus. Tina, ich würde an deiner Stelle keine Meeresfrüchte verschwenden. Sie sind köstlich und du hast sie noch nicht einmal probiert. Was? Woher habe ich Muscheln auf meiner Pizza? Ich werde sie gleich probieren. Sie sehen aber nicht sehr appetitlich aus. Was für ein Mist. Was? Du bist selbst verrückt. Was soll ich hier essen? Alles schmeckt nicht. Aber ich habe eine Idee. Ich muss die Gabel und das Messer finden, die ich aus dem Straßencafé genommen habe. Gut, es passt. Und jetzt schneide ich mir das Leckerste ab. Die Krusten. Wow, es schmeckt so lecker. Vielleicht möchte einer von euch es probieren? Nein? Okay, ich esse es selbst. Ihr lässt mir das Leckerste übrig. Ich liebe Pizzakrusten. Ein Leckerbissen. Wunderbar. Ich bin fertig. Jetzt kann Phoebe essen. Endlich. Ich war so hungrig, dass ich bereit war, die ganze Pizza auf einmal zu essen. Sie ist so lecker. Ich brauche diese Krusten definitiv nicht. Was ist los, Tina? Soll ich dir die Krusten geben? Hier, gerne, nimm sie. Tina, das sind ja nur Pizzakrusten. Und ich werde die restliche Pizza essen. Sie ist so appetitlich und lecker. Unglaublich. Ich habe alles gegessen. Was? Diese Schachtel nehme ich mir mit. Ich kann drauf schlafen, wenn es kalt wird. Oh, bin ich jetzt an der Reihe? Wie entsetzlich. Wie soll ich diese billige Tiefkühlpizza essen? Was für ein Horror. Ich muss mir dringend etwas einfallen lassen. Ah, genau. Chef, ich muss diese furchtbare Pizza vorbereiten. Bitte, mach etwas Köstliches daraus. Ich werde dich sehr gut bezahlen. Wow, hat sie einen persönlichen Koch? Ja, ein persönlicher Butler, ein Assistent, ein Hausmeister und ein Nerd, der meine Hausaufgaben für mich macht. Mal sehen, was mein Chef für mich machen wird. Und die Pizza sieht sofort ein bisschen appetitlicher aus. Wir müssen sie schnell probieren. Ich habe so Hunger. Der Chef hat beschlossen, sogar Goldpollen hinzufügen. Alles klar, du darfst verschwinden. Lass uns probieren. Diese Pizza sieht gut aus. Aber wie abscheulich sie schmeckt.
Und wie können die Armen so etwas essen? Stehen bleiben! Ich werde zuerst aufmachen. Oh, sind das Spaghetti? Sie sehen normal aus. Tina, iss nicht! Okay, lass mich zuerst probieren. Die Paste sieht komisch aus. Ich werde es mit einer Gabel versuchen. Riecht gut? Und wie schmeckt es? Das ist cool. Aber ich habe gerade eine tolle Idee. Ich kann zu meinen Spaghetti etwas Ketchup hinzufügen. Dann werden sie eine Milliarde Mal besser schmecken. Julie, du verdirbst mir meinen Appetit mit deinen Gesichtern. Es schmeckt wirklich sehr gut. Tina, hör auf, mich nach Essen zu fragen. Es ist nur für mich. Ich esse es alleine. Geh weg! Lecker! Was für ein Mist! Wie kannst du es essen? Es sieht so hässlich aus und schmeckt noch schlimmer. Wer kommt als nächstes? Tina? Was hast du? Wow, ich habe eine gigateure Pasta bekommen. Schon wieder mit Meeresfrüchten. Was für ein Mist. Das gefällt mir nicht. Julie, du bist es gewohnt, all diese Meeresparasiten zu essen, oder? Ich möchte, dass du mir meine Pasta schnell gibst. Nein? Okay, mal sehen, was für einen Albtraum sie uns noch gegeben haben. Was ist das? Schnellkochnudeln. Schrecklich, so etwas habe ich noch nie in meinem Leben gegessen. Es riecht ekelhaft. Was soll ich tun? Und was macht sie? Können wir tauschen, bitte? Oh, ja, ich habe eine Idee. Ich habe ein gutes Angebot für dich. Ich gebe dir Geld und Nudeln für die Armen und du gibst mir das gigareiche Essen. Natürlich stimme ich zu. Ich habe schon lange meine Lieblingsnudeln nicht mehr gegessen. Oh, perfekt. Meeresfrüchte. Ich liebe es. Unglaublich lecker. Aber diese Arme ist so, als ob sie von Wölfen aufgezogen wurde. Was ist das denn? Geld? Ich brauche es überhaupt nicht. Ich will es nicht. Braucht es niemand hier? Dann nehme ich es mit. Ich werde es definitiv brauchen. Vielleicht kaufe ich mir eine neue Handtasche, obwohl es auch für Schuhe ausreicht. Wollt ihr wissen, was ich habe? Warum macht ihr mich nach? Oh, was kann man von diesen einfachen Menschen erwarten? Oh, was ist das? Wie benutzt man das? Gib es her. Ich werde gleich alles machen. Es ist schnell löslicher Kaffee. Wir müssen nur die Verpackung öffnen und den Kaffee ins Wasser werfen. Und ein wenig in den Mund. Es ist so lecker. Und jetzt rühren wir alles um und trinken es. Hast du gesehen, wie elegant ich bin? Es ist ein Getränk der Götter. Kannst du es mir bitte geben, Phoebe? Ist das ein Getränk der Götter? Ich glaube, dass ihn nur die Obdachlosen an der Tankstelle trinken. Ew, was für ein Albtraum. Das schmeckt ekelhaft. Ich habe noch nie etwas Schlimmeres probiert. Ich werde es nicht trinken. Wer seid ihr, um mich zu zwingen? Okay, ich werde noch ein bisschen probieren. Obwohl, wisst ihr, da läuft ein cooler Hollywood-Schauspieler vorbei, ein Freund von mir. Oh, während sie abgelenkt sind, können wir das Zeug ausschütten. Ja, ich habe alles getrunken. Wer ist als nächstes dran? Ich möchte schnell wissen, was ich habe. Interessant. Wow, das ist Starbucks-Kaffee. Wie cool, wie lecker. Ich liebe diesen Kaffee so sehr. Ich bin voll, aber ich will noch die Creme essen. Ich liebe es. Was starrst du denn, Tina? Du verdirbst meinen Appetit. Tina, hör auf. Du kannst deine Klusche aufmachen. Ja, sehr gerne. Wow, hier gibt es etwas Ungewöhnliches. Ich habe sowas nur im Kino gesehen. Oh, diese Serviette brauche ich gerade. Ich habe Schnupfen. Gut gemacht. Fang, Phoebe. Ew, das ist furchtbar. Sorry. Was? Warum schimpfst du so? Schokolade. Ich liebe Schokolade. Das ist sehr lecker. Was gibt's hier noch? Ein Glas. Darauf steht Zimt. Was ist das? Das war etwas Mieses. Ich will es nicht mehr essen. Gibt es vielleicht noch etwas anderes? Und hier gibt es Kaffee. Er ist golden. Haha, Tina, deine Zähne sind total golden geworden. Sieht sehr teuer aus. Ich hoffe, du hast den gigateuren Kaffee geschätzt. Oh, das solltest du nicht unbedingt tun. Gigareiche Kunden spucken nicht im Restaurant herum. Das Wasser musst du trinken. Ja, so ist es schon viel besser. Wir können weitergehen. Was habt ihr jetzt bekommen? Wow, wie cool. Das sind Burger. Diesmal hatte Phoebe kein Glück. Sie hat einen unglaublich billigen Burger. Aber Tina hat einen teuren Burger und der sieht toll aus.
Wow, endlich hat unsere gigareiche Julie angemessenes Essen bekommen. Das ist ein goldener Burger. Fangen wir mit Phoebe an, obwohl Tina beschlossen hat, auf niemanden zu warten und bereits mit dem Essen zu beginnen. Wie schrecklich! Du wirst mein teures Kleid mit Armut beschmutzen. Oh nein, was ist das? Tina hat wieder keine Ahnung von Manieren. Oh Phoebe, du solltest lieber anfangen, deinen Burger zu essen. Ich freue mich. Ich habe so Hunger. Was? Ist hier nichts mehr drin? Das geht nicht. Aber ich habe Soßen. Fügen wir dem Burger ein bisschen hinzu, damit er saftiger wird. So sieht das schon viel besser aus. Wow, wie lecker. Mit Ketchup und Senf wird alles milliardenfach leckerer. Toll. Oh, wie kann man so essen? Das ist doch so kulturlos. Was für ein Horror. Ich muss es dringend vergessen. Was wollt ihr? Oh, bin ich jetzt in der Reihe? Endlich. Ich habe so Lust auf normales Essen. Ich brauche Hilfe. Gut, mein persönlicher Butler hat mir goldene Handschuhe mitgebracht. Geh jetzt weg. Was willst du? Geld? Wie lange wirst du noch warten? Warum schaust du so? Nimm einen Dollar und verschwinde von hier. Und ich muss jetzt essen. Dieser Burger sieht unglaublich appetitlich aus. Ich möchte meine Hände nicht schmutzig machen, also werde ich in goldenen Handschuhen essen. Wow, es ist so lecker. Ich liebe es. Wow, hast du nichts dagegen, wenn ich als Erste gehe? Okay. Natürlich nicht. Okay, mal sehen. Wow, das sind meine Lieblingsbeine von KFC. Was für ein Duft. Fantastisch. Hey, du hast dein eigenes Essen. Genau, lass es uns aufmachen. Ich habe auch KFC. Ich bin so froh. Sie sind mit Schokolade. Verrückt. Ich habe sowas noch nie probiert. Das ist bombastisch lecker. Ich kann nicht aufhören. Es sieht so lecker aus. Ich will es auch. Worauf wartest du also? Tatsächlich, ich freue mich schon auf den schicken Geschmack. Wow, was für eine knusprige Kruste. Toll. Ich habe es ganz vergessen. Wir müssen Ketchup nehmen. Es wird viel leckerer mit ihm sein. Was? Bewirf mich nicht. Es tut mir leid. Ich kann nicht hören, was du sagst. Es ist so lecker. Ich kann wirklich nicht aufhören. Das schmeckt mega gut. Super. Ich bin begeistert. Hier kommt das Sniper. Oh nein. Ich habe gesagt, hör auf zu werfen. Oh, es tut mir leid, es war keine Absicht. Wie lange noch? Das war's. Du hast es verdient. Das ist ein Krieg. Der Soldat ist bereit für den Kampf. Jetzt wirst du meine Macht anerkennen. Let's go. Fang es. Oh, oh nein. Haha, ja, großartig. Wenn du einen Krieg willst, wirst du ihn haben. Du bist so witzig. Das ist verrückt. Nimm es. Hey, wie gefällt dir das? Hier, bitte, hier ist noch mehr und mehr und mehr für dich. Oh, oh wow, wie lecker. Haha, sieht aus, als hätte ich gewonnen. Nie im Leben. Was? Oh, okay, okay. Wir sind so lustig. Oh, ich habe eine plötzliche Idee. Ich glaube, dass mein Eimer auch essbar ist. Er riecht so süß. Ich habe recht. Es ist essbares Papier. Ich mag es. Lass mich auch probieren. Ha, lustig. Es ist wirklich lecker. Gib mir noch mehr davon. Nice. Let's go. Hurra. Oh, was riecht hier so? Ich glaube, es kommt von deinem Deckel. Was? Ein echter Haufen. Es stinkt. Was für ein Albtraum. So ist sofort weg. Ja, gleich. Sieht aus wie normales Toilettenpapier. Wir müssen ein Stück abreißen. Sei mutig, du schaffst es. Oh, ich übergebe mich gleich. Nicht auf mich. Puh, es ist vorbei. Oh, verdammt. Ich habe völlig vergessen, dass das Papier schmutzig ist. Das habt ihr nicht gesehen. Ich habe Angst, es zu öffnen. Yes! Oh, es stinkt überhaupt nicht. Sieht aus, als wäre sie aus Schokolade. Es ist köstlich. Er sieht nur aus wie ein Haufen. Hey, willst du einen Witz hören? Was für leckere Schokolade. Woraus besteht mein Toilettenpapier? Es scheint auch essbar zu sein. Das ist ja Mastix. Hurra, ich habe eine Torte bekommen. Sie ist sehr lecker.
Das gefällt mir. Würdest du mir ein Stück geben? Ha, diesmal nicht. Na gut. Ich möchte es selbst genießen. Das ist so cool. Oh, du bist ja gierig. Aber ich habe eine Idee. Ich mache gleich einen Prank. Ich wickle mich wie eine echte Mumie mit Toilettenpapier und erschrecke die Schöne. Das ist entzückend. Hey, was denn? Oh, Hilfe! Ha, das war ein Witz. Mein Prank ist gelungen. Es war ein harter Prank. Während die Schöne in Ohnmacht gefallen ist, probiere ich ihre Torte. Sie sagt, sie schmeckt sehr gut. Wow, wow, schick. Willst du der Erste sein? Dann mach schnell auf. Wow, ich liebe Sushi. Ich hatte Glück. Mal sehen, was du hast. Oh. Ja, komm, ich bin auch neugierig. Toll, ich liebe Sushi. Es ist gut, dass wir hier japanische Stäbchen haben. Es macht viel mehr Spaß, mit ihnen zu essen. Zuerst müssen wir die Sushi in Sojasauce einzaufen. Oh, mein Speichel fließt schon. Mmh, es schmeckt gut, aber etwas fehlt noch. Ich bin mir sicher, ich habe erstaunliche rosa Streusel in meiner Handtasche. Sie wird dieses Gericht schön und spektakulär machen. So, wie ich auch bin. Guten Appetit. Oh. Die Schöne hat rosa Stäbchen mit Strasssteinen. Und ich habe nur einfache schwarze. Na gut. Wenn sie mir nur beibringen würde, wie man sie benutzt. Vielleicht so oder so? Was ist denn los? Es darf nicht so schwer sein, Mann. Kann sie nicht mit Stäbchen essen? Oh, das ist verrückt. Na und? Ich werde dann mit meinen Händen essen. So ist es einfacher und schneller. Wow, Schokoladensüße. Ja, das ist süße Sushi. Ein Genuss. Sie sind noch cooler als die normalen. Oh, wir müssen alles mit Schokolade gießen. So schmeckt alles viel besser. Perfekt. Kommt her, meine Süßen. High five. Gut gemacht, fang an. Oh, das ist ja eine Bombe. Rettet mich. Hilfe. Nein. Hilfe. Was soll ich tun? Wir müssen sie entschärfen. Verdammt, sie lässt sich nicht entschärfen. Oh, mein Finger ist schmutzig geworden. Hm, seltsam. Sieht aus wie Schokolade. Ich habe Angst, aber ich werde es probieren. Wow, das ist ja ein Kuchen. Wow. Was machst du da? Sie ist eine Bombe. Wow, toller Kuchen. Ich liebe Schokoladenfüllung. Ah, das ist ein Kuchen. Ich hatte schon Angst. Cool. Er ist köstlich. Ich mag ihn so sehr. Wer hätte gedacht, dass es so lecker ist? Ja, ja. Sogar der Timer ist essbar. Er ist so weich und zart. Schmilzt einfach im Mund. Was für ein Vergnügen ist das? Cool, aber ich fürchte, das bedeutet, dass ich eine echte Bombe unter meinem Deckel habe. Mama! Tu etwas, sie muss sofort entschärft werden. Okay, ganz ruhig. Ich muss meine Gedanken in Ordnung bringen. Wir haben so etwas schon erlebt. Genau, wir müssen den Draht durchschneiden, dann funktioniert die Bombe nicht mehr. Das werde ich tun. Ausgezeichnete Schere. Freundin, wo bist du? Ich bin unter dem Tisch. Oh, eine coole Idee. Komm schnell, sonst wird sie explodieren und wir werden sterben. Okay, sei tapfer, du schaffst es. Verdammt, meine Hände zittern. Welchen Draht soll ich schneiden? Wenn ich mich irre, werden wir explodieren. Komm schon. Verdammt, diese Schere schneidet nicht. Gib her. Okay. Verdammt, sie schneidet wirklich nicht. Was soll ich tun? Die Zeit ist vorbei. Hey, falle bitte nicht in Ohnmacht. Wach auf. Wo bin ich? Wir müssen die Bombe sofort entschärfen. Okay, ich bedecke sie mit einem Deckel und setze mich darauf, um die Explosion zu verhindern. Was passiert? Oh nein! Was ist los? Oh, Hilfe! Ich fliege! Oh nein! Oh nein! Wow, lebst du noch? Ich glaube ja. Oh, das war eine Bombe. Ich hatte solche Angst. Mein ganzer Körper tut mir weh. Du machst es gut.